Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Millies Dog Talk. Heute geht es um das Resümee nach einem Jahr mit unserem Irish Terrier Conan. Wir haben ihn jetzt tatsächlich seit genau einem Jahr, wir haben ihn bekommen, da war er 8 Wochen, das heißt, er ist jetzt 1 Jahr und 2 Monate alt. Im ersten Video hatte ich ja schon erzählt, warum wir uns für einen Irish Terrier entschieden haben und welche Grundgedanken dahinter gesteckt haben. Das waren ja einmal Größe und Gewicht aufgrund unserer Wohnsituation im 4. Stock ohne Fahrstuhl. Da kann man natürlich sagen, ja, also wir haben uns ja wie gesagt die Rasse danach ausgesucht. Im nächsten Video werde ich so ein bisschen einen Vergleich anstellen zwischen dem FCI-Rassestandard und dem, was man so in Rasseporträts beschrieben findet über die Rasse. Und im Vergleich zu dem, was wir letzten Endes bekommen haben. Und der Hund sollte halt zwischen 10 und 20 Kilo sein, das ist er auch, wobei er inzwischen schon eher an der oberen Grenze ist, obwohl er laut Rassestandard eigentlich eher an der unteren Grenze sein sollte. Und das ist ja, also ich meine, unser Hund ist ja nicht dick und trotzdem ist er eher schwerer, weil er eben auch größer ist als beschrieben. Dann hatten wir gesagt, wir wollten einen gesunden Hund haben, den haben wir auch bekommen. Die einzige rassetypische Krankheit, die ein Irish Terrier haben kann, die kann man aber mit einem Gentest ausschließen. Das ist die sogenannte digitale Hypokeratose. Das ist so eine Verhornung der Fußballen und dann können die reißen. Das ist halt sehr schmerzhaft. Da gibt es aber ein Gen, das da Träger ist. Das wird rezessiv vererbt. Das heißt, beide Eltern müssten das haben und dann besteht die Wahrscheinlichkeit zu 25%, dass die Welpen das auch bekommen. Aber Conans Eltern sind beide frei davon gewesen. Das heißt, es ist ausgeschlossen, dass er das auch hat. Der dritte Punkt war die Pflege. Wir wollten einen pflegeleichten Hund haben. Also einen, den man nicht ständig bürsten oder scheren oder sonst was machen muss. Und den haben wir auch bekommen. Wir haben wirklich sehr, sehr geringe Pflegeaufwand mit ihm. Also wir striegeln den sozusagen einmal in der Woche im Schnitt, würde ich mal sagen. Die Krallen musste ich bisher noch nie schneiden, einfach aus dem Grund, weil er sehr viel mit uns draußen läuft. Wir wohnen in der Stadt, da sind viele harte Belege, da nutzen sich die Krallen von ganz alleine ab. Ich habe lediglich die Wolfskralle, als er ganz klein war, 2-mal kurz zurückgeschnitten, weil die halt schon ziemlich lang und ziemlich spitz war. Klimaresistent sollte er sein, also für unser Klima. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht erlebt, dass er wirklich gefroren hätte. Also einmal hat er so ein bisschen gezittert, aber das kann auch Aufregung gewesen sein. Wir haben ihn trotzdem für den Winter so eine Art kleinen Wintermantel gekauft, aber auch nur in dieser einen Woche, in diesem Winter, in dem es, ich glaube, minus 10 Grad oder noch ein bisschen kälter war. Dann haben wir allerdings festgestellt, dass er natürlich bei starker Sonneneinstrahlung und im Hochsommer, da ist ihm schon ganz schön heiß. Also beim letzten Mal hatte ich ja gesagt, der schwitzt. Da haben gleich welche gesagt, Hunde schwitzen nicht. Ja, also wenn ich sage, ich schwitze, dann meine ich damit, mir ist heiß. Das meinte ich in dem Fall auch. Also dem war schon ganz schön warm. Wir haben ihm so eine Kühlmatte für die Wohnung geholt. Und draußen waren wir dann halt in der heißen Sommerzeit nicht so viel unterwegs, sondern eher so morgens mehr oder abends mehr. Und dann haben wir zugesehen, dass wir hauptsächlich irgendwo im Schatten geblieben sind. Aktivität wollte ich halt einen aktiven Hund, der nicht hyperaktiv ist. Das kann ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz unterschreiben. Ich würde ihn schon fast eher in Richtung hyperaktiv einsortieren. Das liegt natürlich auch am Alter. Also erst war ein Welpe, dann ein Junghund, jetzt ist er mitten in der Pubertät. Der ist halt wirklich sehr, sehr, sehr aktiv. Und damit muss man halt eben umgehen können. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge Ruheübungen, die man mit dem Hund machen kann, damit er ein bisschen ruhiger bleibt oder sich ein bisschen mehr zurücknimmt oder mal abwarten lernt. Und funktioniert mal besser und mal schlechter. Und der letzte Punkt war natürlich die Optik. Wir haben ihn uns halt auch ausgesucht, dann nachdem alles andere gepasst hat, weil er uns halt wirklich sehr gut gefällt. Und ich glaube, dass aufgrund der Resonanz, die wir auch von anderen Leuten auf der Straße bekommen, scheint er nicht nur uns sehr gut zu gefallen, sondern scheint allgemein ein großes Interesse an den Leuten zu wecken, weil es auch keine besonders häufige Hunderasse. Also man sieht Irish Terrier gar nicht so oft. Tatsächlich gibt es hier bei uns im direkten Umfeld noch 2 weitere. Das ist schon ziemlich viel, aber eigentlich sieht man sie sehr selten. Und wir werden häufig angesprochen, was das für ein schöner Hund ist. Und der hat ja die perfekte Größe zwischen groß und klein. Und der ist ja so wunderschön. Was ist denn das für eine Rasse? Werden wir ganz, ganz oft gefragt. Also sozusagen, das war die Erfüllung der Punkte, die wir beim letzten Mal aufgestellt haben. Unser Resümee
nach einem Jahr mit Conan, wenn ich es unter eine Unterschrift oder eine Überschrift stellen müsste, die aus möglichst wenig Worten besteht, würde ich sagen, schön, aber anstrengend. Und das anstrengend bezieht sich jetzt nicht nur darauf, dass es sich hier um einen Welpen handelt, der natürlich am Anfang nicht stubenrein ist, der natürlich nicht erzogen ist. Das war uns ja alles klar, dass man da viel mitmachen muss. Und ich muss sagen, er hat das mit der Stubenreinheit, glaube ich, sehr schnell verstanden. Man musste dann halt einfach die Zeiten einhalten. Und klar, das war körperlich anstrengend, hier jedes Mal mit dem kleinen Murkel auf dem Arm aus dem vierten Stock runterzulaufen, möglichst zügig. Und damit er unten sein Geschäft machen kann und dann mit ihm auch wieder hochzulaufen, das ist natürlich an sich körperlich anstrengend gewesen. Aber es war auch nicht nur körperlich anstrengend mit ihm, sondern auch ja geistig, seelisch anstrengend. Denn ich habe mir natürlich Pläne gemacht, ja, ich habe mir alles überlegt, ich habe mir haufenweise Listen erstellt, ich habe Bücher gelesen, ich habe Hunde-Online-Kurse gekauft, noch und nöcher. Ich habe mich wirklich unglaublich belesen und mir dann halt so ein Bild erstellt, wie möchte ich es denn gerne haben, und hatte dann so einen richtigen Wochenplan, dann und dann übe ich das und das mit dem, und das an sich war jetzt gar nicht so anstrengend. Der Punkt ist eher der, dass es nicht immer so funktioniert hat, wie man das will. So ein Hund ist halt ein Tier und das hat nun mal einen eigenen Kopf und einen eigenen Rhythmus und das ist halt keine Maschine. Das funktioniert halt nicht immer so, wie man das gerne möchte. Und da muss man natürlich auch ja erstmal Erfahrung sammeln, wie und wann funktioniert denn überhaupt was. Also nur weil ich mir vornehme, mit dem, was weiß ich, am Sonntag in der ersten Woche um 12 Uhr Sitz zu üben, heißt das noch lange nicht, dass der Hund das auch mitmacht. Ich persönlich fand das ehrlich gesagt, als er wirklich noch sehr klein war, schwierig, eine gute Zeit zu finden, um mit ihm bestimmte Sachen zu trainieren. Denn entweder er hat geschlafen, er war halt müde, oder wenn er nicht müde war, dann musste man erstmal mit ihm runter, weil er musste ja, dann waren wir wieder oben, dann hat er ein bisschen gespielt und was gefressen, da konnte er sich auch nicht konzentrieren, dann musste er schon wieder runter. Wenn wir wieder oben waren, dann war er wieder müde. Also man hat kaum mal ein Zeitfenster gefunden, wo man mit ihm so richtig was üben konnte. Und ja, da war ich halt so ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich gedacht habe, ach naja, hier super Trainingsplan und das klappt alles und dann kann er das und das. Und ist jetzt nicht so, dass er sich da irgendwie blöd angestellt hätte. Und ich glaube, ich habe mich auch nicht doof angestellt. Es hat halt nur einfach zeitlich alles nicht so gepasst, wie ich mir das am Anfang ausgemalt habe. Und da muss man einfach sagen, ja, das ist halt eine Erfahrung, die man eben sammeln muss. Wir hatten halt vorher noch nie einen Hund. Und ja, man muss sich dann halt eben auch auf den Hund einlassen. Ne? Wie passt das dem? Wann kann der sich denn auch mal konzentrieren? Das hat ja keinen Sinn, zwanghaft mit ihm irgendwelche Kommandos einzutrainieren, wenn er sich partout nicht konzentrieren kann auf das, was er da machen soll. Das war halt das eine. Dann muss ich auch sagen, fand ich es halt anstrengend, weil er sich verhaltenstechnisch in vielen Stellen halt nicht ganz so gezeigt und entwickelt hat, wie ich mir das gewünscht hätte. Da kann man natürlich jetzt auch nicht unbedingt dem Hund die Schuld in die Schuhe schieben, sondern das liegt natürlich auch an der eigenen Inkonsequenz. Also ich wusste schon von Anfang an, dass es mir sehr schwer fallen wird, bestimmte Sachen durchzusetzen, einfach weil ich mich seit 30 Jahren auf einen Hund freue und natürlich will man dem alles recht machen und man will dem alles nachtragen, obwohl man genau weiß, das soll man nicht machen. Ja, sonst nutzen die einen halt schamlos auf. Das sind halt Opportunisten, die sind halt nicht dankbar dafür, dass du irgendwas Nettes für sie machst, sondern sie nutzen es halt aus und das meinen die ja auch nicht böse. Und ja, da bin ich halt an vielen Stellen einfach von meinen Zielen, die ich eigentlich erreichen wollte, was ich eigentlich machen wollte, bin ich halt abgewichen, bin ich weicher geworden und war halt auch häufig inkonsequent, weil es halt ja nicht von Anfang an so geklappt hat, wie man will. Dann sagt man, na gut, dann machen wir es halt doch ein bisschen anders und ich weiche ja mal von meinem Plan ab und es funktioniert ja doch nicht so. Dann darf er eben doch immer aufs Sofa, wenn er möchte, und zwar nicht nur auf seine Decke, sondern überall aufs Sofa. Das war halt das, was ich mir am Anfang überlegt hatte. Der Hund darf aufs Sofa, aber nur, nachdem er dazu aufgefordert wurde, und dann nur auf seine Decke. So, und inzwischen nimmt er einfach wirklich jeden Zentimeter vom Sofa für sich ein. Es ist jetzt nicht so, dass er uns nicht erlauben würde, uns da selber draufzusetzen, da macht er dann schon Platz. Aber er liegt halt nicht nur da und nicht nur dann da, wann wir das wollen und wo wir das wollen, zum Beispiel. Eine so eine Sache, wo wir ziemlich schnell aufgegeben haben. Nicht, dass er das nicht lernen könnte, wir sind da einfach zu inkonsequent, muss man einfach sagen. Also jedes Mal aufstehen, den Hund wieder vom Sofa schicken, dass er sich unten hinsetzt, das dauert halt lange, dann pennt man doch irgendwie auf dem Sofa ein und der hüpft doch drauf, dann liegt er ja auch wieder da ohne Aufforderung. Also ja, es ist gar nicht so leicht, wie man denkt.
Und ja, deswegen, also sind wir selber natürlich auch schuld dran, dass wir da so weich sind, weil der braucht einem halt einfach nur in die Augen gucken und dann ist gleich alles vergeben und vergessen. Und dass man halt in einigen Punkten eben doch etwas inkonsequent ist, das ist halt eine Sache, die sich dann auch wirklich ziemlich bald gerecht hat. Also der ist ganz schön frech und ganz schön dreist geworden und hat halt auch Sachen wirklich eingefordert, von denen er meinte, dass sie ihm zustehen. Also sowohl Spielzeug als auch Aufmerksamkeit. Und das ging teilweise so weit, dass er sogar die Zähne dazu benutzt hat. Und ja, da war dann natürlich der Punkt erreicht, wo man sagte so, okay. Bis hierhin und nicht weiter. Wir müssen definitiv konsequenter sein. Das heißt jetzt nicht unbedingt immer nur streng im Sinne von mehr Kommandos und Anschreien oder an der Leine rucken oder sowas. Das meine ich gar nicht. Sondern vor allem, und das war wirklich so ein bisschen ein Wendepunkt, und das machen wir wahrscheinlich auch immer noch nicht genug, ist, ihn einfach in der Wohnung ein bisschen mehr zu ignorieren. Ihm nicht ständig, immer und permanent Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Wie gesagt, wenn man sich seit 30 Jahren einen Hund wünscht und dann hat man einen kleinen Welpen, dann, also denjenigen will ich sehen, der den Hund dann ignoriert. Ich glaube, das ist einfach unmöglich so. Sie sind so niedlich und man will denen permanent Aufmerksamkeit schenken. Man will ja auch, dass der einem Aufmerksamkeit schenkt. Man will auch was mit dem machen und spielen und kuscheln und alles Mögliche. Und den dann einfach mal links liegen zu lassen, ist einfach echt bretthart. Das ist super schwer. Und ja, wir haben damit, naja, nicht spät angefangen, aber wir haben es halt konsequenter durchgezogen, erst als er so, ich würde mal sagen, so 8, 9 Monate alt war, dass wir wirklich den Hund deutlich mehr ignoriert haben und den auch mal zurückgeschickt haben, wieder ins Zimmer oder auf seine Decke, wenn er halt irgendwo hingelatscht ist, wo er nicht hingehen sollte. Das haben wir halt wirklich sehr spät, erst sehr konsequent gemacht und ich glaube, wir hätten uns vieles einfacher machen können, wenn wir das von Anfang an so durchgezogen hätten, wie wir es ja auch eigentlich geplant hatten. So, das waren so ein bisschen die schwierigen Punkte, weswegen ich sagen würde, es war zwar schön, das erste Jahr, weil es eben ein lang ersehnter Traum von mir war, aber deswegen war es auch wirklich sehr, sehr anstrengend und ich glaube, wir haben es uns halt einfach selber anstrengender gemacht, als es sein müsste. Wir waren mit dem Hund natürlich auch in der Hundeschule, also im Welpenkurs und im Verkehrssicherheitstraining und bei einem einzelnen Hundetrainer, als er dann halt anfing, sich hier und da aggressiver zu äußern uns gegenüber, so also vor allem mir gegenüber, weil ich halt noch deutlich inkonsequenter und weicher mit dem Hund umgegangen bin als mein Mann zum Beispiel. Und wir haben jetzt auch so ein Jagdhundetraining, also nicht eine richtige Ausbildung. Ich bin ja kein Jäger. Ich habe auch keinen Waffenschein oder so, sondern es sind halt solche Suchspiele, Fährtenspiele, Apportieren, Ausharren und sowas halt alles. Also wirklich artgerecht, was wir mit dem machen. Also da haben wir das wirklich nicht schleifen lassen. Da machen wir schon wirklich sehr, sehr viel. Und ich merke halt, dass mit so einer artgerechten Beschäftigung tagsüber oder an, halt an manchen Tagen, also einmal in der Woche gehen wir halt zu diesem Training, zweimal in der Woche ist er in einer Hundetagesstätte und kann sich da austoben. Und mit ein bisschen mehr Ignorieren zu Hause läuft es, allerdings ehrlich gesagt auch erst wirklich seit einem Monat erheblich besser mit ihm. Also so, dass man halt auch hin und wieder, wenn man draußen mit ihm spazieren geht, auch mal wirklich stolz sein kann, weil er sich doch ganz gut verhält. Es gibt natürlich immer noch Situationen, wo er da auf die Strenge haut oder auf die Kacke haut, wie man so schön sagt. Also vor allem, wenn er andere Hunde sieht. Er ist jetzt da nicht irgendwie aggressiv oder sonst was, aber er ist einfach süchtig nach jeder Form von Hundekontakt. Und ich glaube, das ist mit die größte Baustelle, die wir momentan haben. Also wenn er nur am Horizont irgendwo einen Hund sieht, dann wird er sofort steif und glotzt den an und lässt sich auch nicht mehr irgendwie von den Hunden abbringen. Also mit keinem Signal und Kommando und mit Leckerchen und Spielzeug. Also man kriegt den einfach nicht mehr, die Aufmerksamkeit des Hundes nicht mehr auf einen selber. Und dann kann man ziehen und zerren und machen und tun, wie man will. Der wird einfach völlig ignoriert. Er setzt sich dann gerne hin, er legt sich auch hin, er lauert auch den anderen Hunden auf, obwohl er das nicht böse meint. Für ihn ist das tatsächlich eine Spielaufforderung. Das sieht man auch, sobald die anderen Hunde näher kommen. Springt er zwar auf die zu, bleibt stehen, beschnüffelt die und geht dann sofort in diesen Playbow, in diesen sogenannten, also diese Verbeugung vorne runter, hinten hoch und fordert die anderen zum Spielen auf. Da haben die anderen aber meistens schon keine Lust mehr auf ihn, weil er halt sich so komisch verhält, wenn die eben näher kommen. Dieses Anstarren, Fixieren und Auflauern mögen halt die wenigsten Hunde.
Ja, und das ist tatsächlich noch eine Baustelle, mit der wir uns ein bisschen mehr beschäftigen müssen. Da habe ich auch noch nicht so ganz raus, wie ich es am besten mache. Ich habe noch verschiedene Ansätze, die ich da mal ausprobiere. Bis jetzt hat noch nicht so richtig gefruchtet. Und ich will euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. In der nächsten Folge, die werden da, glaube ich, ein bisschen mehr themenbezogener und nicht allzu umfassend. Also in der nächsten Folge soll es halt darum gehen, was ist der FCI-Rassestandard, was findet ihr in Rasseporträts, weil das ist ja auch das, wonach wir geguckt haben, als wir uns letzten Endes für diesen Hund entschieden haben. Und wie ist zumindest unser Hund, denn jeder ist dann natürlich unterschiedlich im Vergleich dazu. Das soll jetzt nicht irgendwie eine Schlechtmachung vom Züchter oder sonst was sein, aber wenn ihr halt lest, der Hund wird maximal 48 cm Schulterhöhe und wiegt maximal 12 Kilo und letzten Endes habt ihr einen, der über 50 hoch ist und 17 Kilo wiegt, dann ist das halt doch schon ein ganz schöner Unterschied. Wobei tatsächlich die meisten Irish Terrier heutzutage größer sind, als es der Rassestandard vorgibt. Das soll aber, wie gesagt, das Thema der nächsten Folge sein und danach werden wir mal so ein bisschen gucken, was zum Beispiel haben wir an Ausstattung, was benutzen wir für Leinen oder Geschirre, welche Erfahrungen haben wir gemacht, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Zum Beispiel, wie versuchen wir, die Leinenführigkeit in den Griff zu kriegen, ist auch nochmal ein ganz großes Thema. Also es war schon deutlich schlimmer, es ist viel besser geworden, aber es ist natürlich lange noch nicht perfekt. Was sind artgerechte Auslastungen für den Hund? Also für diesen Hund, für unseren Hund, das muss wie gesagt nicht immer für alle Irish Terrier und schon gar nicht für alle Hunde gelten, aber das ist halt die Erfahrung, die wir mit unserem Hund gemacht haben. Und da kann man sich dann natürlich rausnehmen für seinen Hund, ob das nun ein Irish Terrier ist oder nicht, was man möchte und ausprobieren und gucken, Mensch, die haben das so und so gemacht. Also ich kann ja zum Beispiel auch immer sagen, was ich mir angelesen und angehört habe und ob es funktioniert hat oder nicht und was da für unsere Erkenntnis war. Aber an dieser Stelle sind wir mit diesem Video für heute wieder zu Ende. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Millies Dog Talk. Bis dann, ciao, ciao.